Moin Moin und hallo zu einer Runde mit Batman Arkham Origins und dem Dennis. Hallo, hallo. ich habe extra meine Batman-Stimme eingepackt. Batman. Das hält man aber nicht lange durch, den kriegt man so Nee. Kehlkopfverschleißerscheinung. Der Dennis hat, wie jeder vernünftige Mensch, die beiden vorherigen Batman-Teile ausgiebig gezockt. Das ist jetzt der dritte Teil Origins, quasi der Abschluss oder der Zwischenhalt in der Trilogie. Man weiß es nicht, wahrscheinlich wird es weitere Teile geben, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ganz ehrlich nicht, denn Arkham Origins ist ja ein Prequel, spielt sozusagen dann vor den beiden Teilen, ist ungefähr 5 Jahre vor dem Arkham Asylum angesiedelt. Man hat also einen Batman, der noch nicht der superstarke Held ist. Wird er in dem Spiel wahrscheinlich sein, beziehungsweise arbeiten wir uns darauf hin. Aber er ist ein bisschen rauer, ein bisschen kantiger, nicht so zimperlich und ist, glaube ich, in seinem Der hat zwei. sich zur Zimperlichkeit entwickelt. Naja, zurückhaltend, sagen wir mal. Soweit das in dem Spiel jetzt angekündigt wurde, wird es hier vorkommen, dass man dann ein bisschen brutaler mit seinen Gegnern umgeht. Krass, das ist ja mal eine interessante Entwicklung. Ja, man wird fokussierter mit der Zeit. Er ist jetzt gerade in seinem zweiten Jahr in dem Okay, Spiel als er Batman. ist Raufbold, er ist noch ein Genau, er ist junger noch. Wilder. Richtig, genau. Okay, verstehe. Er hat sich noch nicht selbst so gefunden. Sein eigenes Regelkorsett ist noch nicht so straff am Ja, genau. Körper und deswegen. Sehr gut analysiert. Ja. Dann nimm noch mal das Pad in die Hand und Jawohl. du darfst jetzt spielen. Wundervoll. Wir spielen übrigens auf PlayStation 3. Ah ja, da sieht man übrigens auch, dass das jungfräulich ist. Ja. Ja, machen wir Brauchen wir. Story, wa? Neues Spiel. Interessant kann man sagen, ich bin die Nacht. Ist ein Modus, sozusagen ein Hardcore-Modus. Wenn du den spielst und stirbst, ist das Spiel vorbei. Das heißt, du hast nur ein Leben und musst versuchen, mit dem einen Leben das Spiel komplett durchzuspielen. Das ist ja so ein bisschen wie der Hardcore-Modus bei Diablo oder so, ne? Das ist natürlich hart. Core. Wäre interessant, später mal vielleicht dann auf YouTube sich ein paar Let's Plays von irgendwelchen Profis anzugucken, ob die das tatsächlich dann. Ja, Rocket Beans TV sind ziemlich viele Profis immer am Start. Also ich glaube, dass die das auf jeden Fall Ja. im Rahmen ihrer krassen Let's Plays Ziemlich coole Jungs. auch skillig einfach vom Skill-Faktor her ist der Kanal ja unerreicht. Ja. Rocket Beans Let's Play, also würde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, fang mal an. Ich überbrücke die ganze Zeit nur Ach, Wartezeit. okay. Du wartest darauf, dass ich fertig bin, damit du drückst. Drück doch einfach. Weil die Zwischensequenz, die stellt mich schon ruhig. Aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Komm ich schnell los. Was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Captain Gordon! Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2-11. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6. Code 6. Commissioner Lope wird festgehalten. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir.
aus, als hätte Black Mask hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Ja, da haben wir ihn, den dunklen Ritter in all seiner Pracht. Schon geil. Ja, er hat einen, also im Gegensatz zu den anderen Spielen, eine etwas, wie soll man das sagen, eine bulligere Rüstung. Mhm. Sieht ein bisschen comic-lastiger aus, ne? Ja, ein bisschen überzeichnet, also ja. Wenn man sich die Arme hier anguckt, ja. Sehr viel Schutz. Ja, auch alles sehr aufgeplustert irgendwie, ja. Ne? Was kann man denn vielleicht jetzt nochmal so zum Anfang sagen, vielleicht für dich als jemand, der nicht so in der, bist du in der Batman-Materie drin? Ja, so halb. Ich habe Batman auch angefangen. Ich habe beide Teile nicht durchgespielt. Ich wollte es immer machen. Die sind auf der Liste, auf dem Stapel unerledigter Dinge ganz weit oben, aber es kommen immer wieder andere Sachen dazwischen. Aber ich habe auf jeden Fall beide Teile angefangen, ja. Mhm. Black Mask, den wir jetzt suchen, heißt eigentlich Roman Sionis, ist ein alter Schulfreund von Bruce Wayne. Ach was. Hat dann irgendwann die Identität von Black Mask übernommen und durch einen Unfall, an dem Batman und Robin zumindest in der Comicgeschichte nicht ganz unbeteiligt sind, wurde dann diese... Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Darauf soll ich einfallen? Probier doch mal was Originelles, du. Hä? Was glaubst du, wer du bist? Oh. Hab ich jetzt noch gar nichts gemacht? Doch, oder? Ich hab den Dreijäger, ja, aber davor. Achso, nee, genau. Wie retten die ihn gerade? Das Leben, das Auge. Und so bedanke ich mich. Ich habe die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Das ist ja ein Schmierlatz. Ja. Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht. Er wollte... Ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Aber wir wissen beide, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt. Hier sieht man auch, wir sollen jetzt Commissioner Loeb finden. In den anderen Spielen war es dann ja schon Commissioner Gordon. Das heißt, der ist jetzt noch gar nicht... Sollen wir uns das angucken mal kurz? Ja, klar. Schauen wir mal. Richtiger Name. Selbst der Anstaltsleiter hat einen eigenen Titel. Der Anstaltsleiter. Ja. Wow, ein komplettes Persönlichkeitsprofil. Oh, wer ist das denn da gewesen gerade? Der? Ja, der sieht ja auch komisch aus. Das ist hier der Commissioner Loeb. Ach, das ist der Loeb? Der Mann ohne Hals. Krass. Aber hier haben wir so nur den Hauptbösewicht. Genau, siehst du, habe ich so noch gut zusammengekriegt. Na, auf jeden Fall wurde dann die Maske sozusagen an seinem Gesicht festgebrannt. Oh. Ich glaube, Ivory ist, glaube ich, Elfen. Nee. Doch, Elfen, ne? Ja, ist eine Elfenbeinmaske, meinst du? Genau, die aus dem Sarg seines Vaters hat er sich die rausgeschnitzt. Das ist natürlich auch ein gutes Mittel gegen Falten, ne? Geboxt und gesessen, so wie sich das für ein Gefängnis gehört. Gerollt und geparanoidet. Zack. Mach mir das nach. Mach doch mal so Dance-Moves jetzt. Und die Häftlinge müssen das nachmachen, damit sie fit bleiben. Aerobic-Programm. Ja, genau. Yeah, und jetzt alle. Und eins. Keiner macht mit. Tja. Dann eben weiter. Schauen wir mal. Das sind Black Masks Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Das ist ja schon mal gute Idee. Vor allem, dass er sich das selber sagen muss. Nö, du rufst hier gar keine Hilfe. Zack. Das Kampfsystem wurde 1:1 von den anderen Spielen übernommen. Mhm. Das hat ja auch gut funktioniert. Richtig, das war ja eben ein bisschen fragwürdig, da sich jetzt ja nicht mehr Rocksteady Studios um das Spiel gekümmert hat,
sondern Warner Brothers Games Montreal. Die haben das von denen übernommen, haben aber gleich zu Beginn gesagt, das sollte ihnen auffallen. Warum sollen wir denn diese Formel ändern? Mhm. Wir nehmen einfach die Basis, die wir haben, die gut ist, und übernehmen das. Finde ich auch gut. Also es ist ja Gegenteil sogar so, dass sich andere Spiele am Kampfsystem von Batman orientiert haben, das auch kopiert haben. Ja. Warum soll denn in der eigenen Familie das anders sein? Denke ich auch. Ich finde es schön, dem Erfolg der ersten beiden Spiele auch Respekt zu zollen, dass man sagt, wir übernehmen dieses Franchise und anstatt unser komplett eigenes Ding zu machen, kümmern wir uns halt nur um eine neue Story, aber belassen es bei den funktionierenden Gameplay-Inhalten. Ja, auch so die Optik und alles, ne? Das sieht eindeutig aus wie die Vorgängerteile auch. Weißt du, ob das dieselbe Engine ist? Ist das Unreal Engine 3 oder was ist das? Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aber ich finde auch, wie du sagst, und das ist mir in den ersten Videos aufgefallen, es ist ein bisschen Comic-lastiger geworden, habe ich das Gefühl. Mhm. Drohne gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Aber er hat immer noch seine fragende Monologe. Ja, man muss ja auch so ein bisschen Kontakt zum Spieler erhalten, ne? Mhm. Als wenn die irgendeine Bedrohung für uns wären. Diese Zweitklassen hätten. Wenn die jetzt Aerobic mitgemacht hätten bei uns, ne? Dann wären die auf jeden Fall fitter gewesen. Ja. Aber so. Du bist ja jetzt auch so ein krasser Marvel-Comic-Fan. Richtig. Wo steht denn so Batman in deiner persönlichen Lieblings-Superhelden-Skala? Also Batman gehört ja gar nicht zu Marvel, ne? Ich muss mit dem Grafiken. Jetzt habe ich was gesagt, was meine Wissenslücke offenbart hat, ne? Ja, er gehört zu DC und ich bin eigentlich kein großer DC-Fan. Ich bin aber seit Kind auf irgendwie mit Batman aufgewachsen, weil Batman immer einer der prägnantesten Comic-Helden war, der im Fernsehen, im Kino lief. Mhm. Damals war Marvel nicht so, wie soll man sagen, Also ich sag mal, du bist ja jetzt echt wirklich auch Comic-Fan und Comic-Leser, Comic-Nerd und mir war so die Zugehörigkeit nie so wichtig, ob jetzt ein Batman zu DC oder zu Marvel gehört, deswegen habe ich das auch gerade so lapidar gesagt, weil für mich ist es ein Superheld und wo der jetzt herkommt, ist ja erstmal Wumpe, weil er ist ja ein Superheld. Richtig. So, und es geht ja um den Helden an sich und nicht irgendwie, wer ihn gebaut hat. Ich finde ihn, um dann auf deine Frage zu kommen, interessant von seiner Entstehungsgeschichte, aber er ist durch seine große Fangemeinschaft, er ist, wie soll man das sagen, Mainstream. Overpowered. Er gilt halt Superman, das habe ich in einem anderen Format schon mal gesagt, er wird von Superman als the most dangerous man on the planet bezeichnet, weil Batman für jeden Helden sowie Verbrecher eine Strategie hat, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ist natürlich trainiert in verschiedenen Kampfsporttechniken. Geh ruhig weiter, wenn du es jetzt. Er ist halt wirklich. Was ist das? Fast schon übermenschlich stark. Obwohl er nur ein Mensch ist. Brüche wie der sind der Grund. Ja, genau. Also es ist richtig, was du sagst. Die meisten Superhelden haben ja schon irgendeine Fähigkeit, die sie körperlich übermenschlich macht. Und er ist einfach ein normaler Kerl. Aber ein krasser natürlich. Ne? Okay, das war eine krasse Kombo. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil er halt wirklich eben dieses. Er soll ja Angst machen, das ist ja sein Ziel, die Furcht bei den Feinden sozusagen zu holen. Und er ist ja auch kein richtiger Held. Er hat zwar seine Regel eben, dass er niemanden tötet, aber er ist halt auch eben ein Anti-Held. Vielleicht sogar auch der erste Anti-Held im Comic-Universum, sozusagen als Gegenentwurf zu Superman. So, jetzt im Detective-Mode. Aber er lebt natürlich auch in einer ganz anderen Welt, ne? Ja. Also, wenn man mal anguckt, wie er so lebt, Gotham City, was das für ein Moloch ist. Mhm. Und Superman, das ist ja eher, sag ich mal, eine aufgeräumte Stadt. Aufgeräumte, freundliche Welt im Vergleich. Da gibt es ja zwar auch Bösewichte, aber die Umgebung als solche ist nicht so verkommen irgendwie. Richtig. Und er ist natürlich geboren als Sohn reicher Eltern, die dann ermordet wurden. Das hinterlässt natürlich auch in gewisser Weise ein gebrochenes Profil. Mhm. Und das Einzige, was mich halt an Batman irgendwie
dann hält es tatsächlich fast schon der Joker als Gegenentwurf zu Batman. Mhm. Da er tatsächlich meiner Meinung nach oftmals recht hat, wenn er sagt, wir sind gar nicht so verschieden. Und dieses Hin und Her, dass Batman oftmals gar nicht einsieht, dass er halt wirklich eigentlich auch schon eine gewisse Krankheit in sich trägt. Weil die Welt, also beziehungsweise er stellt ja nur dar, was die Welt halt aus ihm gemacht hat. Mhm. Auf der einen Seite halt reicher Playboy, der früh mit einem Trauma konfrontiert wurde und dadurch sich dann diese Persona angeeignet hat, ne? Ja, ich finde, das macht ihn gerade so interessant, eben weil er halt so viele Brüche in der Vita hat und nicht so allglatt ist und eigentlich auch kein Superheld ist, dessen Weg vorgezeichnet gewesen ist aufgrund der Fähigkeiten, die er hatte, nach dem Motto, er hatte gar keine Wahl, dadurch, dass er sich körperlich so unterscheidet, dass er entweder Bösewicht wird oder Held, weil er als normaler Mensch nicht die Option hatte zu leben. Das war Batman ja anders. Der hätte ja auch theoretisch als reicher Dandy leben können. Genau. Hat sich aber entschieden, irgendwie so ein Leben aus Schmerz und Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Die Frage ist immer, ich meine, ist er eher Batman? Und wenn er die Maske absetzt, setzt er die Maske eigentlich auf? Mhm. Oder ist er der reiche Typ, der die Maske aufsetzt, wenn er im Batman-Kostüm steckt? Philosophisch, ne? Ja, aber es ist richtig. Diese Frage ist ja durchaus berechtigt. Das ist ja bei Superman, wie wir dann in Kill Bill gelernt haben, nichts anderes. Genau. Dass ja Superman eigentlich, also das Clark Kent ja eigentlich das Kostüm ist, weil Superman ist ja Superman von Anfang an. Man sagt ja, Verbrechen lohnt sich nicht. Yeah. Da es erinnert schon alles sehr an den ersten Teil auch, ne? Mhm. Wenn man in der Irrenanstalt da anfängt. Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Oh. Nein, heute Nacht. Fällt mir eine Sache auf, die mir doch momentan entweder spanisch vorkommt oder schlecht aufstößt. Na? Gezählt, Lob. Und zwar haben wir jetzt ja gesehen, dass es hier, haben wir Black Mask eben gesehen. Und er hat die gleiche deutsche Synchronstimme wie der Joker aus den ersten beiden Teilen. Oh, das habe ich gerade gar nicht bemerkt. Das ist, natürlich. Also entweder bedeutet das, dass halt eben sich vielleicht jetzt der Joker hinter der Maske versteckt und wir irgendwann diesen Twist haben, oder dass die deutschen Synchronsprecher einfach komplett Mist gebaut haben. Die Besetzer, meinst du? Oder ja, also nicht genau. Nicht. Ist natürlich einfach, ne, zu Bewertung zu greifen. Ach, nehmen wir mal denselben Batman und denselben Bösen. Aber ist natürlich krass, wenn das jetzt der Twist dadurch wäre. Ich meine, Synchronsprecher können ja auch mit ihrer Stimme so ein bisschen variieren. Ne? Die müssen ja gleich klingen. Aber das war schon... Ich meine, es wäre im Englischen wahrscheinlich... Oh, das würde mich immer interessieren, ob es im Englischen dann auch so ist. Oder ob man einfach im Deutschen dann... Nee, also ich weiß, engagiert hat einfach. Ich weiß ja, dass der Joker kommt ja auf jeden Fall im Spiel noch vor. Der wurde ja neu gecastet, nachdem Mark Hamill, also unser Luke Skywalker, gesagt hat, er zieht sich aus dem Synchronsprecher. Ich konzentriere mich ganz auf den neuen Star Wars Film. Das wäre schön, wenn er da tatsächlich auftauchen würde. Aber da sind es tatsächlich zwei verschiedene Sprecher für Black Mask und Joker im Englischen. Müsste man jetzt abwarten, wie der Joker... aber der ist natürlich aus anderen Gründen, unterscheidet er sich. Das ist noch kein Hinweis auf die Geschichte, so wie du es gerade spekuliert hast. Nein, das wie gesagt, das war jetzt gerade einfach nur, ich habe es gehört, muss man abwarten. Lass mal gucken, was da drauf steht, auf den Wänden. Das finde ich immer spannend. Celebrate, was? New Things Year together. Party, Valentine's Day with her, go fishing. Okay, da hat irgendjemand... Das sieht doch aus wie die Joker-Zelle. Ich meine, guck mal, hier ist so ein Clown, oder? Clowny Girl. Meinst du, die haben sie so belassen? Für ihn? Falls er wiederkommt? Nee, oder er ist auch mit ausgebrochen. Vielleicht unterstreicht das ja meine These, dass der Joker sich nur die schwarze Maske jetzt. Ja. Weil Things to Get Done. Ich kenne den Charakter ja nicht, jetzt diesen Black Mask-Typen. Ich weiß ja nicht, was der für eine Vita hat. In den Comics jetzt zum Beispiel, wenn der ein eigenständiger Charakter ist, kann das ja nicht der Joker sein, es sei denn, der Joker verkleidet sich als... Nein, das sind zwei unterschiedliche, definitiv. Aber das ist dann, wäre ja auch Identity Theft. Das ist ja strafbar. Und ins Gefängnis für... Black Mask ist tatsächlich eher so ein super Unterweltboss. Also, der hat charakterlich, bis auf dann, dass beide dann wohl irgendwann durchgedreht sind und sich ihre...
ihren Charakter sozusagen erschaffen haben, haben die nicht viel gemeinsam. Warten wir es mal ab. Auch das ist alles vom Gameplay her altbekannt, ja. Jetzt mit diesem Explosivgel und den Wänden, die dann durch ihre Brüchigkeit schon darauf hinweisen, dass man sie sprengen kann. Mafiosi Chamber. Da sitzt wahrscheinlich jetzt der Polizeichef drauf. Wie aus dem Handgriff. Mhm. Ah, das mag ich an den Spielen. Also, ich fühle mich zum Beispiel nicht immer genötigt zu laufen. Mhm. In diesem Spiel, weil es einfach cool ist, so als Batman einfach zu gehen. Ja, absolut. Batman hat keine Eile. Batman regelt die Dinge. Ich mag ja auch dieses Setting, dieses düstere, dreckige. Überall ist irgendwo, liegt was rum, überall Zettel oder Notizen und irgendwie ist das. Ja, das war in den vorigen Spielen, fand ich es auch toll. Die haben sehr auf die Details geachtet. Also man hat immer kleine Geheimnisse oder. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julian. Und das könnte hilfreich sein. Sir, was ist mit Lob? Bring ihn rein, bring ihn rein! Wer sitzt denn da drin? Ja, Julian. Ah, nee, noch eine Testperson, oder nicht? Wahrscheinlich. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht sagen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Die Show ist vorbei. Ich komme zu spät. Der wurde natürlich gerade eben geoutet als Helfer des Bösewichts. Und deswegen ist es natürlich verkraftbar, dass er jetzt ins Gras beißt. Oder ins Gas beißt, in dem Fall. Wenn er jetzt ein guter Mensch gewesen wäre, dann hätten wir ihn vielleicht noch retten können, wa? Mhm. In die Rippen. Immer in die Rippen. Da ging das so einiges kaputt, glaube ich, gerade. Tja, da liegt er. Da, aha. Am 25. passiert irgendwas. Schön, es spielt also im Weihnachtssetting. Mhm. Erinnert mich dann stark an den zweiten Tim Burton Batman, der hat auch zwei Weihnachten gespielt. Vielleicht auch eine kleine. Ich sehe ja immer in sowas immer so eine Hommage. Möglich, ist ja auch schön. Ich meine, es gibt ja auch jetzt nicht so viele charakteristische Jahreszeiten. Aber, weil es ja auch so ein schöner Kontrast aus heimeliger Geselligkeit und Frieden und alles kommt zu einem Halt, der Stress und dann auf einmal der Bösewicht, der mit seinem Plot die Welt ins Chaos treibt, ist ja auch immer so ein schöner Kontrast. Wollen wir doch wissen, was der gerumst hat. Ich hab dir gesagt, du sollst die Speicherkraft mitnehmen. Du wolltest das zerstören. Und das hast du gesagt. Welcher Wehr? Kannst du auch noch was zu dieser Riesenechse sagen? Außer, dass es Killer Croc ist, leider nicht. Also bei dem fehlt mir dann ein bisschen die Hintergrundinformation. Ob das jetzt mutiertes Krokodil ist. Ich bin der Meinung, also zumindest dann auch aus den Batman-Teilen, dass er halt in der, glaube ich, in den Sümpfen oder Kanalisationen auch gewachsen ist, aber da schwere Jugend gehabt auf jeden Fall. Ja, ein ziemliches Hautproblem. Schuppen, ne? Ja. Viele Schuppen. Scharfe Zähne. Er ist auf jeden Fall Fleischesser, glaube ich.
Ja, das ist so die Blätter, das ist nicht so einfach, die zu kauen mit solchen Reißzähnen. Ne? Aber er selber ist ja offensichtlich auch eher so ein Mitläufer, ne? So ein Erfüllungsgehilfe. Er ist ja nicht wirklich ein super Schurke selbst. Also er ist auf jeden Fall ein eigenständiger Bösewicht, aber er ist natürlich kein Masterplaner, ne? Kein Stratege. Ups, da läuft er an der Leiter vorbei. Aber ist das nicht so, dass der dann als Amphibie oder Reptilie, sag ich mal, bei dem Wetter eigentlich bewegungsunfähig ist? Vielleicht hilft uns, dass er, wenn wir gegen ihn antreten. Aber er gibt zumindest Befehle in einem Hubschrauber. Und er hat eine Jeans an. Oder so eine Anzughose. Ich wusste, dass es deiner ist. Er sieht auf jeden Fall auch anders aus als in den anderen Spielen. Vielleicht das Redesign. Okay. Sieht ja noch gefährlicher aus. Richtig, ja, auch mehr bulliger und anderes Gesicht. Ja, und. Guck mal, da gibt es ja noch Propan-Tanks. Alter. Da, jetzt. Wo kommt man? Auf die Tanks. Was war das nochmal mit der Batarang hier? Ja, jetzt zwei antippen. Jawohl. Man versteckt sich hinter zwei. Oh. Ja. Die Hilfe kriegt es alleine nicht hin. Oh, da will ich doch ausweichen hier. Nein, jetzt muss ich erst um den kümmern. Oh. Sehr gut. Oh, jetzt kommt der wieder in die Quere. Nee, das ist doch. Oh. Oh. Der hat ganz schön Speichelfluss. Wie widerlich. Und Zahnfleischprobleme. Den haben wir jetzt wie so ein. Oder gib ihm eine Kopf. Komodo-Varan, so ein Zillen-Süppchen im Mund. Hab ich's nicht? Oh, da war ich zu. Kann man jetzt, bewirf mal die Dings da, ja. Jetzt. Den L2 antippen? Will er nicht? Doch. Ist auch freundlich von ihm, dass er so lange wartet, ne? Ja. Wir sind am Anfang des Spiels. Boah, da hat er überrascht. Stimmt, der wird relativ früh auch schon verheizt, der Typ. Zumindest oft kommen sie auch wieder. Hat man einmal eine Begegnung und dann laufen sie weg. Wir sehen uns nochmal wieder. Und dann sieht man sie viermal wieder und am Ende macht man sie erst platt. Und da holt er sich wieder so einen Tank. Da hat er auch bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Mit der Idee. Boss, wo will er hin? Mein einziger Boss bin ich selbst. Du willst Zähne, ich will antworten. Warte nur, bis Black Masks Killer dich fertig machen. Welche Killer? Wie es auch schafft, wird berühmt und sein. Zumindest wird er nicht hässlich sein. Halt! Stehen bleiben, sofort! Du bist verhaftet! Nicht heute Nacht. Es gibt also keinen Batman, hä? Im Englischen hat er bestimmt gesagt, du bist verhaftet, not tonight.
Das hat nämlich an Game of Thrones, als der Fechtmeister sagt, was sagst du, wenn der Tod anklopft? Nein, der Tod wird kommen. Eine lange Nacht. Not tonight. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. Das ist, glaube ich, auch das erste Batman-Spiel, also von den Arkham-Spielen, wo man dann halt auch Alfred sieht. Und wo man halt auch freien Zugang zur Bat-Höhle hatte. Ich glaube, in Arkham Asylum konnte man auch noch kurz rein, aber die war nicht so groß wie jetzt hier. Mhm. Und wir haben Stufenanstieg. Ja, select. Okay. Gucken, was wir da so angeboten. Oh. Da gibt es scheinbar einiges. Oh. Da muss man sich ja erstmal so reinwieseln, ne? Ja, also wir können ja mal eben kurz grob einfach mal. Das ist wirklich viel. Aber du kannst dich da jetzt frei bewegen oder ist es so ein Talentbaum? Das ist hier so. Meine Güte. Und dann haben wir hier auch noch. Also sind das alles gleichwertige, also sag ich mal, Skills. Ja. Nicht so ein typischer Levelbaum halt. Nee, also hier nicht. Ich glaube, hier bei den Nahkampfverbesserungen sieht das schon wieder anders aus, ne? Schauen wir mal, wenn man da den ersten macht, dann ist hier noch ein Schloss vor. Ja, genau. Was haben wir denn noch? Unsichtbare Jägerverbesserung. Ja, genau. Guck mal, da hast du hier eher, das ist schon so eher Talentbaum. Mit den Verbindungen. Und da ist noch gar nichts. Ja. Ja, dann machen wir doch mal was, ne? Was cool ist. Das ist... Haben wir das denn jetzt schon? Oder? Drück einfach mal. Oh. Das ist jetzt... Das ist hier... Ach, das ist einfach nur eine Liste. Erklärung. Quasi die Steuerungsliste. Grundlegende Steuerung. Und da steht Nahkampfverbesserung, alles klar. Okay, das heißt, man hat so einen Talentbaum. Ja, okay. Jetzt haben wir es gerafft. Ja, das ist immer gut. Das finde ich wichtig. Panzerung. Ja. Haben wir noch mehr? Nee. Doch, geh mal nach rechts. Kannst du? Nee. Ja, Verbesserungspunkte 0. Nee. Ja gut, man muss ja klein anfangen. Aber das sieht tatsächlich lustig aus, diese Höhle, ne? Ja. Feucht und kalt ist es da immer drin. Ich muss nur mal gucken. Ist auch nicht gut für die ganze Elektronik. Ja. Da muss man schon ein gefuchster Fuchs sein. Und Alfred Pennyworth. Wird es eigentlich erklärt, wer das alles da gebaut hat? Ich meine, das sieht schon so aus, als wenn ein einzelner Mensch da jetzt nicht das in 2 Jahren errichten könnte. Das ist jetzt die Frage. Also soweit ich weiß, Alfred Pennyworth ist halt auch ein... Ich glaube, er war mal bei der Nationalgarde. Der Baumeister? Er ist halt... Das ist halt die Sache an Batman, soweit ich weiß... Wenn mein Wissen soweit reicht, hat diese Höhle gab es halt unter der, das liegt hier unter dem Wayne Manor, unter seinem Hauptsitz. Und die ganze Technik, das hat halt Batman gemacht. Er ist halt ein Detektiv auch. Er hat ja in den Detective Comics angefangen, das heißt, er ist ein Supergenie, ein Superkämpfer. Also er kann eigentlich alles. Das ist halt das, was mich an dem Charakter ein bisschen stört. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er, ich meine, wen spannt man denn als Helfer für sowas ein, ohne ihn danach umzubringen? Das meinte ich, darauf zielte meine Frage ab, dass man, das darf ja keiner wissen, das heißt, da kann ja auch niemand mitgearbeitet haben. Nee, das war nur er und Alfred. So, das wollte ich damit sagen. Und Alfred ist ja auch schon ein bisschen älter, der kann jetzt ja auch nicht diese schweren Platten da geschleppt haben. Nee, richtig. Und die ganzen dicken Kabel und die Elektronik und die Energie und dann brauche ich eigentlich ein kleines Kraftwerk da noch mit dran. Geh das mal an. Das ja, die ganzen Kabel sind. Ja. Nee, das hat er dann tatsächlich. Und weißt du, wir bei uns hier in unserer Firma, wir sind ja teilweise schon mit der Technik überfordert. Wenn mal irgendwie ein IT-Spezialist benötigt wird, wen ruft Batman, wenn er einen Bluescreen hat? Ja, das ist eine berechtigte Frage. In den späteren Spielen hat er ja dann noch zumindest auf seinem Kopfhörer Oracle, die ihn unterstützt. Zu der gibt es natürlich auch eine interessante Hintergrundgeschichte, da will ich jetzt aber nichts... vorwegnehmen, falls das irgendwie in diesem Spiel vorkommt. Muss ja nicht, benutzt doch einfach mal. Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht.
Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Bane, hier in Gotham. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Ja, also Sir, Bane sah jetzt ein bisschen anders aus, ne? Mhm. Wo war denn seine Maske? Da hat er drauf gehabt. Er hat ja eigentlich immer so eine Lucha. Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe sie zum Reden. Halten Sie das für weise? Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Wie sieht es eigentlich zeitlich aus? Liebe Regie, was haben wir denn? Ach, dann ist ja eigentlich. Dann ist es doch eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja, würde ich sagen. Ich auch. Ja, wir haben einiges gesehen. Wir haben Missionen gesehen. Wir haben ein bisschen was von Männern gesehen, Steuerung und so weiter und so fort. Kurz Fazit: Wie wirkt das jetzt auf dich? Hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also, das. Was soll man dazu sagen? Das Gameplay ist halt einfach. Ja, wegbereitend gewesen, besonders das Kampfsystem jetzt in den letzten Jahren, und sie haben es nicht verändert. Grafisch gefällt es mir nach wie vor auch wie die anderen Teile. Mhm. Man scheint sich sehr mit der Hintergrundgeschichte von Batman auseinandergesetzt zu haben, versucht eine dichte Story zu spinnen. Was ich am Anfang gesagt habe, ich hoffe, dass es vielleicht dann jetzt der letzte Teil ist. Mhm. Weil man würde den Kreis in gewisser Weise schließen. Man hat eigentlich, ohne da irgendwas zu spoilen, mit dem Arkham City auch einen relativ guten Abschluss irgendwo gemacht. Dass man jetzt halt ein Prequel macht, finde ich, ist dann eben, das setzt sich dann alles zusammen. Mhm. Ein vierter Teil würde wahrscheinlich dann eher dann wieder den Geschmack der Cash Cow bekommen. Mhm. Weil man jetzt sagt, okay, man hat 3 Spiele, wenn das jetzt erfolgreich wird, wovon ich stark einfach ausgehe, ist das eine schöne Trilogie, eine wirklich schöne Spieltrilogie. Also es macht einen sehr runden Eindruck bis jetzt. Mhm. Ich werde auf jeden Fall das Spiel durchspielen. Das war ein nettes Fazit. Ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, das sieht für mich so aus, als wenn sie die Erfolgsrezepte der ersten beiden Teile auch beibehalten würden. Und das ist ja auch absolut richtig, denn warum soll man ein Winning-Team changen? Ich habe natürlich jetzt noch die anderen beiden Teile vor mir, die ich erstmal noch zu Ende zocken will. Die sind beide so angebrochen.
Aber wäre es dann vielleicht nicht doch cool, wenn du dann jetzt damit anzufangen, wenn es das Prequel ist? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ganz gute Idee, vielleicht mache ich das. Nehme ich direkt mit. Nee, aber ansonsten sieht es echt vielversprechend aus. Ich bin auch sehr gespannt. Und vielleicht gibt es ja auch dann irgendwann mal, ich meine, das kam ja auch zu einer Zeit, als so die Batman-Filme mit der neuen Trilogie quasi die Renaissance des Charakters waren, die den ja nochmal richtig auf neue Sphären gehievt hat, nachdem ja, ich sag mal, Mr. Freeze und so, George Clooney, Batman und Robin das in den Boden gestampft haben. Richtig. Und vielleicht findet sich jetzt ja ein anderer Superheld, der auf ähnlich coole Weise inszeniert werden kann. Ja, wobei es da natürlich auch schwer ist. Wie soll man, ich glaube, in Videospielen war es bisher auch immer schwer, fliegende Superhelden zum Beispiel irgendwie vernünftig darzustellen. So hier, den kannst du wirklich, Batman kannst du durch die Straßen laufen lassen. Das könnte vom Gameplay anspruchsvoll werden, aber bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ja, ich weiß nicht, so Spider-Man hat auch wieder einen Reboot bekommen. Da kommt jetzt auch ein neues Spiel, Spider-Man 2, also zu dem zweiten Teil jetzt. Mal gucken, wie das ist. Ja, abwarten. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Batman Arkham Origins. Auf Wiedersehen. Tschö.